Hey, Zira. I'm sorry for laughing at you before, okay? It must be very hard to discover something like that. Are you serious, or are you joking? No, seriously, man. That was harsh. What will you do? I will accept that in my previous life, I was a vulgar and primitive lump of flesh. What? You're mad about what you were before? Not the fact that you were lied to? Of course. If once I was a wretched mortal creature, it is evident that they would hide it from me in order to avoid clouding my thoughts. But they lied to you. They changed you. Before, you were another person, and they took that away. You are wrong. What they did was make me into a superior being, freeing me from the impure thoughts of a stupid corporeal creature. Oh, come on! Now you're a slave, a servant that spends the whole day waiting for someone to enter the castle and possess him. Well, I don't see any improvement here. You could never understand anyway. You're a simple mortal. Okay. Gut, haben wir ein Tor geöffnet. Da hinten. Ich bin noch nicht so wirklich zufrieden. Also dieser ganze Level, der ist irgendwie... Ich sollte vielleicht mal auf eine andere Kreatur gehen. So. Was haben wir da? Okay. Die Geschichte kennen wir eigentlich aus der Bibliothek auch schon. Und natürlich hat der Wichser wieder meine Pflanze getötet, ey. Ich könnte kotzen. So. Okay. Trying to escape? Not shout! Tailors, listen! You also escape? Not really. Listen, with this ball chained to your ankle, you won't get far. Yes, I know! I need help! Consider it done. I'll cut off your foot and take the ball off. Where is my axe? No, no! No cutting foot! I bleed off and die! You're exaggerating. Don't worry, I'll cut it in a single hack and then pour alcohol on the stump to disinfect it. Wait! There is other way! Beyond door in pit, there is key that opens chain! That one just past all those spikes? It's too far. I can't make the jump. Door here goes to passage that leads just over door in pit. If you get key, I give magic! Okay, I... didn't understand half of that, but I guess I have to go into this door to reach the other side. I'll come back soon with the key. Have my magic ready. The option of cutting off the foot pleased me much more. I haven't seen this side of you. Zira, I was pulling his leg. Genau, I was pulling his leg. Netter. Ja. Egal. So. Wir... schauen uns weiter um. So. Dann hole ich doch mal das Licht. Das ist ja wesentlich sinnvoller. Und wir schauen uns hier mal ein bisschen weiter um.
Einfach, weil wir es können. Echt, alles schon? So, hier sind wir also im Kerker eigentlich. Das sind die Korrodierdinger, ne? Okay. Wir machen eins nach dem anderen. Na, kommst du nicht runter? So. Da sind die Skelette, dann geht's hier wieder aufs Schwert, dann machen wir doch mal die Korrodierdinger wieder tot. Kleiner Saphir, machen wir mal Licht. Und hier, so. Münzen, Tür. Nö, da ist nix. Da hinten könnte ich nochmal ein paar Wände einklöppeln. Hier zum Beispiel. Da zum Beispiel. Okay, das sieht alles in Ordnung aus. Dann kann man da noch ein bisschen kloppeln. Okay. Hier ist alles in Ordnung. Und Sackgasse, warum auch immer ich hier oben war. Wahrscheinlich muss ich später irgendwelche Knochen sammeln oder so. So. Da die Wand sieht zerstörbar aus. Nein. Okay. Aha, okay, ich muss also hüpfen. Ach so. Ja. Jetzt ist die Frage, welche Tür ist die richtige? Weil die Türen alle irgendwie komisch sind. Genau, das dachte ich mir nämlich. So, da oben war ich schon, habe alles ausgeleuchtet, das ist gut. Ich gehe trotzdem mal hoch und schauen. Ja. Die Fesseln sind wieder da, das Ding ist zu. Das ist toll. So, ich würde auf die mittlere tippen. Die mittlere Tür müsste es gewesen sein. So, bam. Da ist ja alles in Ordnung. Du bist zu weit drüben, dann nehme ich dich. Vielleicht sollte ich mich auch ein bisschen bewegen. Das könnte natürlich auch möglich sein, dass ich mich ein bisschen bewegen sollte. Also die andere Tür, das ist ja ganz fatal. Das kann es auf jeden Fall nicht sein. Wenn überhaupt, dann ist es die Tür weiter unten. So, machen wir das mal. Ich find's blöd, dass ich die Sterbeszene und die Todesmusik nicht ein bisschen abbrechen kann. So.
Blub. Lauf mal ein bisschen. Genau, dreh dich um. Auf Wiedersehen. So. Wir kümmern uns da später drum. Ich schaue jetzt erstmal, wo es hier weitergeht. Schön. Schön. Tada! Okay. Wieder ein Topf. Wo wir etwas brauen können. Gerade kann ich aber nichts brauen, weil ich wieder keine Zutaten habe. Genau, ich habe die alle verkauft. So. Aber das bedeutet doch an der Stelle Kochküche. Notiere ich mir, dass da eine Kochküche ist. Die könnte ich eigentlich auch Kochküche nennen. Und da ist eigentlich auch eine Kochküche, aber Kochküche. Kochküche. Hm. Kochküche. So. Gut. Dann gehen wir aber trotzdem ganz regulär weiter. So, warum ich die nicht bekämpfe, hat einen einfachen Grund. Ich habe gelesen, dass die meine Waffen kaputt machen. Wir können es ja mal mit irgendwas probieren, was ich nicht brauche. Was habe ich im Inventar, was ich nicht brauche? Na komm, so Äxte. Ich bin kein Äxte. Okay, das ging jetzt. Kleiner Rubin. So. Licht. Wunderbar, haben wir alles ausgeleuchtet. Da hinten kommen wir irgendwie anders hin. Ich sehe auch keine Wände, auf die ich einkloppen können sollte. Auf die eine Wand habe ich schon eingekloppt. Hier nämlich, das heißt, da brauche ich nicht nochmal kloppen. Und hier brauche ich auch nicht nochmal kloppen. So, dann gehen wir mal wieder auf den Hammer. Wobei ich das ja eigentlich so machen kann. Wir heilen uns mal kurz. So. So. Gut, wir nehmen mal die andere Tür. Wir nehmen mal die dritte. Die, die viel zu weit hinten ist. Weil vielleicht führt die uns ja nach ganz unten. So, die. Nö. Okay. Da habe ich auch schon alles ausgeleuchtet. Überleg. Was mache ich da? Ich kann da durch. Was ich halt irgendwie möchte, ist darüber. Wie komme ich darüber?